Hallo und willkommen zu der einzigen, nein, der Ersatzbanke mit realistischen Maßstäben. Der Show, in welcher wir über Lebensmittel reden werden. Mit wir meine ich natürlich Fully Johnny und meine bescheidene, Maeve, und meine bescheidene Wenigkeit. Es tut mir leid. Die realistischen Maßstäbe sind in dem Fall 40 cm mal 5 Meter, damit wir alle hier nebeneinander sitzen können. Oh, ich dachte, du willst auf die Gurkenlänge ansprechen. Die Maßstäbe der, was der Ersatzbank. Neben mir kann keiner sitzen. Entschuldigung. Nimm dir am Weg. Nein, es tut mir leid, wenn ich will nicht gemein sein. Was soll denn das jetzt? Keine Sorge, Maeve. Wir haben extra auf dich gewartet, dass du hier dabei bist. Ja, das ist wahr. Sonst hätten wir schon vorher angefangen. Auf jeden Fall. Ich war heute abgemeldet, komm hier extra hin und werde das auch noch hier in die Pfanne gehauen. Oh, da wären wir auch schon wieder beim Kochthema. Selbst schuld, dass du jetzt beim Sportunterricht nicht mitmachst. Es waren einfach nur Vorlagen, die ich nicht verschwinden lassen konnte. Nee, auf jeden Fall. Ich verstehe das. reden wir über Obst und Früchte, die wir nicht mögen. Und dazu war die Sache, ich muss kurz sagen, das war, John hat überlegt, was können wir für eine Ersatzbank machen, hat der Themen vorgeschlagen und gesagt, oh ja, über vielleicht, und Dinge, die wir mögen. Vielleicht Früchte, die wir mögen und nicht so sehr mögen. Obst! Nein, ich meinte... So ein bisschen Pause und dann dieser erläuternde, aber deutliche Früchte, Obst! Overrated Früchte und so Go-To-Früchte, also Früchte, die ihr so immer eigentlich esst. Obst! Das fand ich lustig. Auf jeden Fall, ich kann euch direkt eine Geschichte erzählen, denn ich bin seit 2 Wochen in einer relativ starken Obstphase, die es nicht oft in meinem Leben gibt, aber um genau zu sein, ich habe eine gewisse richtige Apfelsorte gefunden, die meine Palette zu 100% erfüllt. Sind es die Pink Ladies oder sind es die Granny Smiths? Nein, ihr könnt die süßen Äpfel direkt behalten. Ihr seid so lame. Er will keine süßen Äpfel. Also pass auf, Granny Smith, süße Äpfel. Granny Smith ist ein saurer Apfel. Das kann man schon mal dazu sagen. Und das sind beides so Apfelsorten. Was ist denn mit dem guten alten Land hier in Deutschland mit den deutschen Äpfeln? Ich meine, ich will nicht die. Also ich kann sagen, ich weiß nicht, welche Sorte ich nicht ausschließen oder so. Ich kenne jetzt auch nicht alle Äpfelsorten. Ja. Ich bin sehr offen für alle Apfelsorten der Welt, aber komm schon. Alle Apfelsorten werden respektiert. Und Pink Lady. Bei Obst und Gemüse, wenn ich es kaufe, achte ich darauf, dass es regional ist, was nicht zwangsweise was über die Sorte aussagt. Das ist nicht der Punkt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie sie heißen. Sie sind ein bisschen rot und ein bisschen grün. Und sie haben eine, wie Äpfel üblicherweise sind. Und sie haben eine säuerliche Note. Die sind ein kleines bisschen süß, aber hauptsächlich sauer. Und passt auf, wisst ihr, wie ich sie esse? Ich nehme nicht einfach den Apfel und beiße ab wie ein Pferd. Ey, das hat aber Stil. Es hat noch nie ein Pferd einen Apfel in die Hand genommen. Das schönste Geräusch. Ich beiß dich vom Apfel ab wie ein Pferd. Nein. Ich will raten. Okay. Ich will raten, wie. Also, jeder von uns muss einen Tipp abgeben, wie Moggy das ist. Okay, es gibt auch noch. Ich sag, er nimmt ein herkömmliches Taschenmesser, nicht die ausklappbare, sondern so das würde ich Messer. Sagen. Was ist ein nicht aufklappbares Taschenmesser? Na, so ein. So wie die früher war. Was heißt nicht auf? Es ist wohl kein Taschenmesser. Einfach ein Messer, aber halt, du weißt schon. So ein Messer, was Leute damals einfach für alles benutzt haben. Und so damit schneidest du dir die Stücke direkt in den Mund. Das wollte ich auch sagen. Also so einmal so mit dem Daumen einmal so abschneiden und dann direkt zu essen. Nein, er hat bestimmt so eine Art Säbelmesser, womit er das macht. Was so ein bisschen gekrümmt ist. Nein, ich habe nur ein normales Messer. Oh. Nein, er hat diese Formen, wo man den Apfel einmal so durch, wo man den so von oben runterdrücken kann. Ja, genau so. Das Gehäuse ist raus und die Scheiben sind geschnitten. Ja, davon bin ich kein Fan. Nice. Das hat nämlich davon, da verschwendet man eine Menge von der Mitte. Ja, und außerdem passt es nicht immer zu jedem Apfel, diese Form. Wie nennt man bei euch das Mittelteil vom Apfel? Bei uns nannte man das den Butzen. Bei uns ist das der Apfelgriebsch. Ja, ich kenne das nur als Kerngehäuse. Ja, Kerngehäuse ist eine Sache, aber... Ich habe da jetzt echt keinen so exotischen Begriff. Das Kerngehäuse. Wie schneidest du denn nur einen Apfel? Achso, ich schneide ihn nicht besonders... Pass auf. Das habt ihr jetzt nur... Wenn ihr ihn isst, nicht wie ihn schneidet. Ja, pass auf. Also erstmal, ich packe den Apfel in den Kühlschrank. Denn kalter Apfel ist ein guter Apfel. Ich esse kein lauwarmen Apfel wie ein Pferd. Aber pack keine Bananen in den Kühlschrank.
Er möchte nicht mit den Pferden in einen Stall gesteckt werden. Nein, das, da lege ich Wert drauf. Auf jeden Fall. Okay, also und dann hole ich ihn raus und dann in den Kühlschrank neben die Karotten. Und dann schneide ich die ganz kleinen Stücke von dem Kerngehäuse raus und dann esse ich die Viertelstücke. Leute, die Äpfel schälen, suspekt. Sehr suspekt in meiner Welt. Na, es kommt drauf an, wenn du damit was kochen möchtest. Ja, wenn du Bugs bei gewissen Dingen bestimmt, ja. Na, wenn du einen Apfel klar, das ist was anderes als Zutat. Oder so, ja. Aber wenn du einen Apfel so isst, gibt es ja auch, wie die dann einfach schneiden. Genauso wie bei Gurken oder so. Ist halt, Schale ist fast der wichtigste geschmackliche Teil. Ja, ist halt echt, die ist halt echt lecker. Ich habe halt noch nie komplett geschälte Äpfel, die man dann so in die Hand nimmt und isst, gesehen. Doch. Das hatte immer dann irgendeinen Grund, wie, keine Ahnung, das war's fürs Backen, fürs Kochen, vielleicht für einen Salat. Ja, ja. Es gibt Salate mit Äpfel und nicht nur Obstsalat. Da gibt's aber auch extra Apfelsorten für, wo die Schale dann eh so ein bisschen bräunlich seltsam ist und das Innere eher so fürs Backen perfekt gemacht wurde. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja. Und auch beim Backen, wenn sie geschält wurden, habe ich immer die Schale in so, ich habe versucht, sie immer so in einem Rutsch so, man darf nicht abreißen, das muss die längste abgeschälte Schale überhaupt werden. Yeah, und die habe ich dann gegessen. Ja. Das habe ich nie geschafft. Wie so Haribo-Schlangen. Ich habe versucht, warum habe ich damals meinen Apfel geschält? Ich war selber so einer. Vielleicht hasse ich sie deswegen so sehr. Ich meine, ich habe sie dann trotzdem gegessen, die Schale. Ja, die Sache. Ich glaube ich auch. Manchmal hatte das was. Auf jeden Fall bin ich in einer relativ starken Apfelphase und pass auf, als ich am Wochenende einkaufen gegangen bin, am Samstag, ich wusste, ich habe noch einen Apfel im Kühlschrank, dachte ich mir, ja, wie viel ich brauche, ich kaufe 3. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, habe ich gesehen, okay, ich habe einen im Kühlschrank, einen außer vom Kühlschrank, jetzt nochmal 3. Das heißt, ich hatte dann 5 Äpfel da. Nicht, weil ich pro Tag mehr als einen esse, aber weil mir der Gedanke Angst macht, dass ich vielleicht einen haben will und keiner da ist. Die FOMO, da ist sie wieder. Oh nein. Und ja, deswegen aktuell, das ist ja die stärkste Apfelphase meines Lebens und ich bin sehr stolz darauf, denn ich denke, es ist, als Snack ist es immer wieder ganz gut, wenn man sich auf die natürlichen Dinge konzentriert, wenn man, keine Ahnung, statt Chips vielleicht ein paar Nüsse kauft. Die Apfelphase ist auf jeden Fall eine bessere Phase als eine Dr. Pepper-Phase. Wirkt sich auf jeden Fall positiv aus. Oder wenn man statt Schokolade vielleicht öfter mal einen Apfel isst. Natürlich würde man natürlich sagen, hey, also, das eine hat Fett, das andere hat Zucker, ist ja auch nicht optimal, aber es hat doch viele natürliche Nährstoffe und es ist immer noch um Längen besser als irgendwelche Chips oder Schokolade. Der Arzt wird sich lange bei Morgan nicht blicken lassen. Oh ja. war heute. Da kann ich direkt anknüpfen eigentlich mit so einer Phase. Also ich hab die ein bisschen durch, aber ich dachte mir auch so, ich will nicht so viel Schokolade essen oder so. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen zurückgefallen, aber für eine Zeit lang über den Sommer und Frühling hinweg hat das gut funktioniert. Da habe ich nämlich einmal mir, glaube ich, ich bin mir immer noch unsicher, ob ich mir einen Obstsalat bestellt hatte bei Wonder Waffle oder dass das in meiner Waffel drin war, aber auf jeden Fall, ich hatte Banane drin. Und ich habe bestimmt irgendwann mal in irgendeinem Video, was wir auch gemacht haben, gesagt, dass ich eigentlich Bananen wirklich nicht leiden kann. Und dann habe ich bestimmt davon erzählt, dass Bananen für mich so eher so eine Art... Nein, das war in Donkey Kong Country Returns. Ach so. Dass sie für dich mehr wie Gebäck sind. Keine säuerlichen Früchte sind, sondern mehr so, ja, so wie so ein... wie so Pudding. Pudding. Auf jeden Fall, ich wollte dich rauspicken und wegwerfen, also habe ich die einfach gegessen und dann war ich so, Bananen sind doch nicht so scheiße. Ich hatte für Jahre irgendwie so wirklich... Ich will nicht sagen, so ein Ekel auf Bananen, aber ich wollte sie wirklich, so eine Abneigung, ich wollte sie wirklich nicht essen oder haben. Und dann dachte ich mir, eigentlich mag ich doch Bananen. Und dann bin ich losgegangen und jedes Mal, wenn ich einkaufen war, habe ich mir eine schöne Bananenstaude mitgenommen und ich habe einfach jeden Tag 2 Bananen oder so gegessen. Ich definiere, wie viele waren auf der Staude. Wenn ich eine kaufe, hole ich nämlich eine. Nein, nicht die ganze Staude. Nein. Ich weiß, aber trotzdem können es ja fünf oder 8 sein. Einfach Bananenbaum angepflanzt. Es waren 5 bis 6 immer so. Okay, ja, das ist die normale. Ich bin Bananenfan geworden. Ich habe mir immer so eine Staude mit. Nein, also nicht wirklich. Ich habe überlegt, mir eine Pflanze auf der Fensterbank zu ziehen. Oh, das ist übrigens super cool, was ich letztens gesehen habe bei Ikea. Man kann sich einfach so eine Hauspflanze kaufen, wo dann so eine kleine Ananas drauf ist. Dann im Jahr oder so ist die Ananas wahrscheinlich fertig. Wow. So eine kleine Ananaspflanze. Ich dachte mir, das ist so cool, aber ich glaube, die stirbt danach oder so. Oh, ja, das ist traurig. Die wächst dann so, ich glaube, relativ
am Boden halt und das war's dann. Die Ananas ist übrigens generell eine Sache, die braucht so 2 Jahre, bis sie reif ist. Ich habe letztens so einen Kokosbaum gesehen. Das war einfach eine Kokosnuss, die wo ein Baum rausgewachsen ist. Kann man sich auch holen und irgendwo hinstellen. Boah, das ist auch cool. Ah. Sind das eigentlich Palmbäume dann? Ja, ich schätze schon. Das müssen wir jetzt schon über die Definitionen. Nein, weil der Baum, wenn man so sagt, da war ein Kokosbaum, ich denke mir so, ich dachte, die wachsen an Palmen. Nein, das war eine Pflanze, ein Baum, eine Palme, die aus der Kokosnuss gewachsen ist. Okay. Ja. Also Palme. Ich habe sie nicht gekauft. Ehrlich gesagt nicht. Okay. Okay. Aber ja, Banane auf jeden Fall starker Pick an der Stelle. Banane. Du hast vorhin gesagt, to go. Was hast du go gesagt? Obst, also das, wo wir gerade so zugreifen. Weil, also ja, das Banane, das definitiv. Also ja, deswegen, Banane mittlerweile jetzt bei mir auch. Es ist einfach, es ist perfekt. Du nimmst einfach eine und du isst sie einfach mal schnell. Ja. Wie, aber also, wie schälst du sie? Schälst du sie wie ein Mensch oder wie ein Affe? natürlich wie ein Affe. Mit so einem Bananenschäler. Nein, pass auf. Pass auf, wir Menschen sind natürlich, wir kennen das natürlich aus Cartoons, man macht immer da, wo der Stiel hinläuft, auf. Aber Affen machen auf der anderen Seite auf. Und Fanny meinte auch, wenn man die andere Seite macht, es ist einfacher. Immer wenn ich es versucht habe, hatte ich das Gefühl, dass ich nur ein bisschen mehr zerquetsche als auch so. Der Stiel ist zum Halten da, ne? Wie? Darf ich kurz ein wenig rennen? Also, ist nicht so schwer, du kannst es oben einfach ein bisschen aufmachen. Echt? Das Ding ist halt, ich habe manchmal, ich habe mir die Bananen immer gekauft, wenn die noch so ein bisschen grün waren, damit die halt so reifen. Und dann, wenn ich die essen wollte, wo ich mir dachte, jetzt sind die schön gelb von außen, dann waren die manchmal noch ein bisschen schwierig aufzumachen. Das heißt, ich habe oftmals den Kopf quasi abgerissen, statt es ordentlich aufzumachen. Oh. Und da dachte ich mir, ist das so, wie die Affen das essen? Nein, sind da schon relativ geschickt mit teilweise. Ich bin da übrigens inzwischen sehr, ich bin da nicht mehr allzu elegant, was das angeht, weil ich zerquetsche immer oben ein bisschen was. Das heißt, wenn ich eine Banane esse, inzwischen was ich mache, ich nehme ein Messer und schneide einfach den Stiel da oben ab und dann kann man sie ganz leicht schälen, ohne dass man ja, das habe ich auch. Mache ich auch hin und wieder. Vor allem, wenn ich es ins Müsli schnibbel, dann ist es sowieso ein Messer schon da. Ich dachte, du brichst sie in der Mitte durch. Das wollte ich gerade sagen. Das habe ich letztens gesehen, wo das empfohlen wird. Eigentlich kann man das auch machen. Dass Leute einfach so eine Banane nehmen, dann so, du musst schnell sein, sonst zermatschst du sie nur in deiner Hand. Aber du musst so machen, damit sie wirklich durch ist. Ist das so ein Lifehack? Ja, ist es. Es ist schrecklich. Und dann drückst du halt einfach von unten ein Stück Banane da so raus. Weil warum drückst du? Du kannst ja dann trotzdem so schämen wie eine normale Banane. Nein, weil du das nicht einschmieren willst. Also das geht darum, dass du dann gar nichts unter den Fingernägeln hast oder irgendwas klebt, sondern du isst sie sozusagen wie ein Kalypso-Eis. Wie ein Pferd. Und du drückst es hoch wie Kalippo und dann schmierst du dich bei nichts ein. Und ich wollte das einmal ausprobieren und entweder die Banane war nicht reif genug oder zu reif. Auf jeden Fall habe ich mich komplett eingeschmiert, weil es beim Drücken einfach... Ja, wenn sie zu weich war, dann war sie zu reif. Es ist nicht nach oben gerutscht, aber gleichzeitig war es so weich, dass es an den Seiten rausgequollen ist. Das ist einfach nur mal Lifehacks. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe und es war schrecklich. Typisch Lifehacks, die einfach nicht funktionieren. Nein, ich will das jetzt ausprobieren. Da wollte irgendjemand einfach cool sein. Was ich einmal gesehen habe, es gibt so super seltene Erdbeeren, die sind weiß, die werden spezifisch dafür gezüchtet. Ja, die sind aus Japan, die alles. Genau. Und es gibt auch weiße Paprika. Es gibt ein Lifehack-Video, wo die ernsthaft sagen, wenn ihr weiße Erdbeeren wollt, bleach die doch. Packt die Bleichmittel. Oh mein Gott, ja. Fucking Bleichmittel! Ah! Das sind so. Also ich als jemand, der einen Kochkanal leitet, kann ich sagen, das ist eine legitime Methode. Da habe ich auch mal einen bunten Burger gemacht. Ich habe die Burger teilgenommen, ich habe sie ja mit Lebensmittelfarbe angemalt. Und ich kann bestätigen, ja doch, das ist ein sehr, sehr sinniger Weg. Probier's mal mit Bleichmittel. Heute machst du dann immer noch einen Burger. Mal sehen, ob du dann immer noch Leiter eines Kochkanals bist. Ist das eine Drohung? Der Direktor dieses Kochkanals. Fällt mir auch gerade eine Sache ein. Ein Kindheitsfreund von mir damals, der gute Tobi, hat er einen Apfel mal gegessen, der hat ihn öfter in die Schule mitgenommen oder so. Jeder kennt einen Tobi. Und was er dann immer gemacht hat, war es auch ein bisschen, um anzugeben.
Und der muss dazu fairweise sagen, wir waren die Versager aus der Klasse, also war das Angeben nur vor mir und dem anderen Typen. Aber auf jeden Fall, was er immer gemacht hat, war, wenn er einen Apfel hatte, er hat ihn genommen, ich weiß nicht mal, wo er die Kraft genommen hat, der war, keine Ahnung, 12 Jahre alt oder so, der hat ihn irgendwie mit beiden Händen halt oben da reingegriffen, da wo der Stiel ist, und dann hat er ihn auseinandergerissen und einfach halbiert, mit den bloßen Händen, wie ein Pferd. Ich hab gelernt, wie das geht. Ich habe gelernt, wie das geht. Ich habe das auch früher mal versucht und so gedacht, oh mein Gott, ich brauche echt viel Kraft und alles. Aber wenn man, du musst es wie eine Tür betrachten, die du öffnest, oder halt eine Schatztruhe, wo du oben die Ballen ansetzt an den oberen Teil, an dem, wo er sozusagen mehr Bäckchen hat, der Apfel. Und dann unten rammst du so ein bisschen deine Finger unten rein, um so eine Art Scharnier zu machen. Und dann musst du so tun, als wäre da, wo deine Fingerspitzen sind, ist das Scharnier und du öffnest diesen Apfel einfach wie eine Tür. Würdest du dann sagen, hier ist Johnny, wenn du ihn offen hast? Du reißt es auseinander, dann hier ist Johnny und dann esse ich ihn in einem Stück. Es hat nichts gebracht, ihn auseinanderzureißen. Es war einfach nur, damit es barbarisch aussieht. Auf jeden Fall, das ist... Mir viel zu kompliziert. Das will ich auch. Probiert's aus, man kann Äpfel einfach auseinanderreißen. Es sieht schon irgendwie beeindruckend aus, wenn man es so relativ effortless hinbekommt. Und da müssen wir natürlich noch das WarioWare-Minispiel nachmachen aus Mega Party Games für den Game Boy Advance und Nintendo GameCube erhältlich, wo Wario einfach den Apfel in der Hand hat und der zerdrückt ihn. Ich kann mich daran leider nicht erinnern. So, das war aus den Fingern. Spiel. Was? Darf ich eben noch ranten, dass Bananen, sich beim Affen abzugucken, wie man Bananen isst, eine seltsame Herangehensweise ist, für wie wir uns ernähren. Erstens, wo machen wir das noch? Wieso gucken wir uns irgendwo von einem Tier ab, wie man was isst? Ich meine, Moggy will auch nicht essen wie ein Pferd, habe ich gelernt. gleichzeitig wäre eine meiner neuen Erfindungen, um mich reich zu machen, einfach nur so ein Sack mit Hafer, den man, oder Chips, den man sich vor den Mund packt, wie ein Pferd, damit man während der Gaming-Session ein bisschen essen kann. Ich bin ja immer noch ein großer Fan von der Pizzatasche, die man sich so über die Schulter hängen kann. Oh mein ein Gott. Stück Pizza mit dabei ein hat. Kleines Dreieck, ja. Gefällt mir. Oh. Nee, aber Affen haben in der Natur erstens keine Bananen, weil die Bananen sowieso in der Natur nie so vorgekommen sind. Und zerstör Affen, nicht mein Weltbild, ja. Und Affen bekommen, die können mal eine Banane essen, aber wenn das wirklich Teil ihrer Hauptdiät wäre, so zu ihres Ernährungsplans, ist das viel zu viel Zucker, viel zu süß für dieses Tier und die Zähne leiden darunter. Und es macht absolut keinen Sinn, dass wir Menschen uns irgendwie beim Affen abgucken sollten, wie man das, von wo man die Banane öffnet. Ich hab doch gesagt, hör auf, mein Weltbild zu zerstören. Aber trotzdem. Also es gibt Dinge, die Spaß machen und dann kommt Johnny und sagt, also tatsächlich. Gibt es ja, actually. Sinn. Ehrlich gesagt habe ich gerade nur einen Antwort-TikTok auf diesen Lifehack, von wo man die Banane öffnen kann, rezitiert. Es ist nicht unbedingt, es spiegelt nicht ganz meine Meinung wieder. Johnny Cloud Content. Ja. Ich rede immer in Zitaten. Das stimmt. Es gibt kein Original Johnny. Was ist dein Lieblingsobst? Mein Lieblingsobst? Hm. Himbeere, oder? Nee. Diese random Himbeere habe ich gelesen. Himbeere! Es sind mit Sicherheit Litschis, oder? Was natürlich mehr Früchte sind als Obst. Das ist jetzt nicht der Punkt. Ja, also Banane ist auf jeden Fall stark. Apfel ist stark, auch wenn ich es esse wie ein Pferd scheinbar. Banane oder den Apfel? Nein, ich stell's mir vor, wie Maeve jetzt wirklich darauf so rummalt, die ganze Zeit, der Kieferkreis beim Apfel. Ja, ich nehme auch immer den ganzen Apfel komplett im Mund. Gar kein Problem. keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt aber nicht mein Lieblingsobst, aber ich finde zum Beispiel Kiwis richtig nice. Also, ja, Kiwis sind underrated in meiner Welt. Wir sind ja noch bei Goto-Obst. Okay, ich muss euch eine Frage stellen. Ich war sehr überrascht. Moment. Kiwis sind dir zu sauer, kann das sein, Moggy? Ich war sehr überrascht, als ich gehört habe, man kann Kiwi mit Schale essen und manche Leute tun das. Das habe ich von Johnny gesagt. Habt ihr das jemand natürlich. Johnny hat das ganz stolz erzählt, dass er es mal gemacht hat und ich traue mich immer noch nicht. Ich kann die Haare einfach abreiben. Ich will nicht meine Frucht rasieren, bevor ich sie esse. Also, man isst die ja nicht wie ein Pferd, die Kiwi. Man schneidet die in der Hälfte durch oder löffelt. Ja, ich kenne das nur mit dem Löffel. Ja, aber das ist auch mega nervig manchmal. Ja, genau so isst man die. Ja. Ich sag mal so, Kiwi ist ja von sich aus schon sehr sauer und mit Schale wird sie noch so viel saurer. Aber
Wie eine Zitrone? Diese richtig haarigen Kiwis würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Man kann das mit Schale essen, klar. Aber es ist schon irgendeine Art von Selbstdarstellung, wo man dann auf Discord seinen Freunden erzählt, also ich habe schon meine Kiwi mit Haaren gegessen, so wie ich es halt gemacht habe. Aber eine Goldkiwi, die haben von sich aus eigentlich... Das kennen wir ja von dir. Die haben eigentlich keine Haare. Und also ne, ist gut, die ist haben höchstens sympathisch. So Haaransätze. Der kann man sich mal unterhalten. Ja, und die ist auch nicht so sauer wie eine komplett grüne Kiwi. Kiwi. Nein. Und die kann ich, ohne Schale esse ich die gerne tatsächlich, weil ich es dann zu nervig finde. Weil Goldkiwis haben auch eine viel dünnere Haut, wenn du die mit Löffel isst, gehen immer kaputt. Ich habe noch nie eine Goldkiwi gegessen. Die habe ich schon nie probiert. Die mit Schale sind lecker. Ich weiß nicht, ob ich die auch mal gesehen habe. Für mich ist auch geschmacklich ist das eine Mischung aus Litschi und Kiwi für mich immer. Aber mehr als eine Kiwi kann ich zum Beispiel auch nicht essen, weil es einfach... ultra sauer. Ja, es ist halt sauer, ne? Genau, und Goldkiwis greifen dich auch nicht so an, was dann auch meine Lösung für Moggy gewesen wäre. Ja, genau, denn mein seine Problem Zunge immer mit Kiwis rebelliert. Ist immer, dass meine Zunge immer so schrecklich unangenehm juckt, was natürlich scheinbar an der Säure liegt, auch wenn ich immer das Gefühl hatte, dass ich in Videos gelernt habe, dass ich scheinbar immun gegenüber Säure bin, aber scheinbar bin ich es doch nicht und die Kiwis sind einfach jetzt zu viel für Allergie. Mich. Aber die Sache ist, ich mag auch den Geschmack nicht sonderlich. Das heißt, es kommt dazu, dass es ein super unangenehmes Gefühl ist und ich mag den Geschmack nicht sonderlich. Und das hat das Ergebnis, dass ich keinen Grund sehe, mir eine Kiwi zu kaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich, keine Ahnung, ein Müsli oder so machen würde oder einen kleinen Obstsalat, dass man da was reinschneidet. Da sehe ich es als Ergänzung, aber so einfach nur eine Kiwi, da sehe ich mich nicht. Sonst kein Fan von der chinesischen Stachelbeere, der Mann. Nein, auch nicht von der deutschen. Oh, Kiwis schmecken so lecker. Stachelbeeren sind nicht gut. Ich bin großer Fan von Kiwis. Und Goldkiwis empfehle ich jedem. Auch, chinesische Stachelbeere. Ich wollte jetzt mit Trivia wissen, glänzen. Wisst ihr, was und wie nennt man den Pfirsich? Keine Ahnung. Momo. Achso, ja, das ist japanisch für Pfirsich. Aber wisst ihr, wo wir von Stacheln reden? Ich würde niemandem empfehlen, eine Kaktusfeige einfach einzusammeln. Und Melk war dabei, wie Morgi davon erzählt und hat es vergessen. Okay, pass auf, folgende Geschichte. Wir haben mal ein Video gemacht, das war über Dinge, die wir hassen. Und bei mir war es kurz davor, hat sich ergeben, dass ich eine Kaktusfeige gekauft habe. Und bei Kaktusfeigen ist die Sache im Laden, sie werden, wenn ihr Glück habt, ist ein kleines Schild mit der Warnung dran. Wenn ihr Glück habt, sind sie extra verpackt. Also in meinem Fall war sie nur so ein kleines Plastikschildchen, wo ich mir nicht allzu viel Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, ich habe sie dann ein bisschen so angefasst gehabt. Keine Ahnung, ich habe sie dann halt gekauft. Und dann, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Und als wir mit dem Auto zurückgefahren sind, habe ich dann meine Hand angeschaut. Und ich habe halt das so, wenn man seine Hand so ein bisschen gegen das Licht hält, da habe ich gesehen, wie ganz viele kleine Stacheln über meine gesamte Hand verteilt sind. Ich dachte mir schon, das juckt so ein bisschen. Und dann habe ich erstmal den ganzen Tag, ich habe Stacheln aus meiner Hand gerufen, den ganzen Tag. Mir tut auch bis heute noch so sehr die Verkäuferin leid, die das Teil da rausgenommen hat und auf die Kasse gelegt hat zum Wiegen. Denn ganz offensichtlich hatte sie keine Ahnung, dass sie hier gerade eine Waffe in der Hand hält. Und als ich danach gegoogelt habe, was es überhaupt ist, habe ich auch direkt... Kaktusfeige, wenn man danach googelt, so eine der ersten Dinge, die man findet, ist halt immer so, ja, Verbraucherschützer warnen, dass Kaktusfeigen nicht mehr so einfach verkauft werden sollten, weil das ist halt fürchterlich, sind halt so winzige Stacheln und die hängen halt einfach in deiner Haut fest und das ist fürchterlich. Okay, pass auf, meine Geschichte war, ich war im Urlaub. Und das habe ich erzählt und ich habe meinen Standpunkt sehr deutlich gemacht, dass das schmerzhaft und unangenehm war und Maeve war dabei und jetzt erzählt er die Geschichte. Ich nehme alles zurück, er war gar nicht dabei, ich habe gerade nachgeschaut. Warte, war er nicht dabei? Nur Fuli und ich anscheinend. Oh! Aber ich habe auch meine Erfahrung mit Kaktusfeigen gehabt, nämlich wir waren im Urlaub und ich war nicht mit unterwegs, sondern die haben waren unterwegs irgendwo, weiß nicht, am Strand, kamen wieder und haben gesagt, ja, kannst du aus dem Auto noch Sachen rein und tragen helfen. Und da war nicht mehr viel im Auto, nur noch so eine komische Frucht lag da. Ja, die haben wir auf dem Weg gepflückt, das ist eine Kaktusfeige. Gepflückt. Ich bring die mal rein, da dachte ich mir so und lang richtig zu und hab das Ding voll in der Hand. Ja, klar. Oh. Und dann so, wow, was ist das? Und dann musst du wirklich eine halbe Stunde lang mit einer Pinzette quasi jeder einzelne rausgezogen werden aus der Haut. Und jeder einzelne rausziehen hat so weh getan. Oh, das war einfach die schrecklichste. Vor allem die Sache ist, man. Das klingt jetzt vielleicht erstmal dumm, aber die Stacheln sind so winzig, du siehst sie nicht direkt. Da sind dann so ein paar an den Ecken so ein paar größere und du denkst dir, ja gut, sind größere Stacheln, ich soll da nicht so fest reinfassen. Aber es ist halt die ganze Frucht ist halt übersehen davon, aber die siehst du nicht. Erst dann, wenn du es so ins Licht hältst, erkennst du dann, dass da was ist.
Wer davon noch nie gehört hat, Arbeit, ja? Geleistet bei der, bei dem Abwehrmechanismus dieser Frucht. Ja. Die ist halt nicht mal gut. Nee, stimmt, die ist scheiße. Boah, Hassfrucht. Also die Kaktusfeige ist auf jeden Fall schon mal eine Hassfrucht. Können wir da einordnen. Hass ist schwierig. Naja, wir warnen halt davor. Aber die lohnt sich einfach null. Nein, das und ist genauso eine Hassfrucht. Wenig, wenn eine Frucht dir so viel Schmerzen zufügen kann, dann, ja, dann ist das Wort Hass schon angebracht. Genauso wenig lohnt sich, finde ich, die Drachenfrucht. Die sieht immer so fancy und toll aus und es ist diese coole Frucht aus Pigment 3, wo man sich so denkt, boah, ist die hübsch. Also sieht zumindest immer so aus wie so ein Alien-Essen. Und auch von innen sieht sie so verlockend aus, aber es schmeckt einfach nach nichts. Es schmeckt, als würdest du Kiwi mit ganz vielen Kernen essen und ja, ohne Geschmack. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Es ist dieselbe Konsistenz wie Kiwi, nur mit mehr Kernen und dann aber kaum Eigengeschmack. Ich glaube, ich kenne Drachenfrucht nur von Top Plus Carpen Energy Sonne. Oder so. Ja, ja, da schmeckt's. Das ist da auch einfach nur drauf, damit sie es draufdrucken können auf die Verpackung. Top Plus Energy mit Dragonfruit. Yeah. Nein, sie sieht cool aus, das erfüllt den Zweck. Ich will gar nicht wissen, nach wie wenig der Saft dieser Frucht schmeckt, wenn das Fruchtfleisch, das ist nämlich schon sehr aufregend von der Konsistenz her und schmeckt trotzdem fast nach nichts. Dann muss der Saft extrem underwhelming sein. Also wenn ich das über Hassfrüchte nachdenke, ist mir fällt nichts ein, was ich allzu oft einfach... Nicht die Kaktusfeige? Ich meine, die zählt dazu, klar, aber ich meine jetzt eher geschmacklich, denn da war sie eher unterdurchschnittlich. Und zwar, wir hatten im Garten immer ein paar verschiedene Johannisbeersträucher damals. Und die waren okay. Ich würde sagen, die orangenen oder roten, je nachdem. Ich denke, die sind wirklich lecker. Aber dann gibt es noch die schwarzen Johannisbeeren. Mhm. Und ich kann den Geschmack nicht leiden davon. Sie sind auch irgendwie so groß, die Konsistenz mir ein bisschen zu matschig und der Geschmack ist so, ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich konnte es nie leiden. Ich meine, es ist okay, wenn man Marmelade so draus macht, weil die nicht mehr danach schmeckt, aber Ich habe rote Johannisbeeren auch immer sehr gern von den Büschen gegessen, aber wenn wir es dann richtig so gepflückt hatten und irgendwie in Kuchen oder so gepackt haben, war es mir zu sauer und bitter gleichzeitig. Die waren immer alles sauer übertönt. Teilweise. Ja, ja. Ich war auch nie ein großer Fan von den Johannisbeeren so. Und dann hatten wir natürlich auch Stachelbeeren im Garten und... Stachelbeeren liebe ich. Die sind okay. Die finde ich super. Ich will es nicht sagen, ich hasse sie, aber... Stachelbeeren gegessen? Warte, lass dich mal schauen. Stachelbeeren sind so richtig, ich finde, die platzen so im Mund, das ist richtig satisfying. Ich glaube, die habe ich schon gesehen, aber ich habe die noch nie gegessen. Ich wüsste auch nicht, wo man sie wirklich essen würde, wenn man sie nicht gerade im Garten mal hatte. Ja, also man sieht die oft in Gärten. Ich hatte tatsächlich in der Schule auch sowas wie Gartenbau und da haben wir verschiedene Sachen angepflanzt. Und da hatten wir, glaube ich, auch so eine Pflanze. Aber ich habe nie jemanden die essen sehen, nur die Johannisbeeren haben wir alle weggenascht. Habt ihr was verpasst? Stachelbeeren sind echt lecker. Ja. Ich glaube, wir waren uns alle unsicher, ob man die essen kann. Bei solchen Sachen, ja, wo ich mir auch früher unsicher war, da würde ich auf jeden Fall Physalis einen Shoutout geben. Ich empfehle jedem von euch, Physalis zu probieren. Das sind diese fast wie Deko aussehenden. Ja, das sind diese Blätter. Und wenn die will ich auch unbedingt, weil kommt diese orange. Es gibt so viel Zeug, dass ich... Ich glaube, ich mache ein Bonusvideo zu dem hier, wo ich einfach das ganze Zeug, was wir ansprechen, kaufe und probiere. Oh, und so. Ja, ist einfach so. Ja, wie die Banane in der Mitte zerreißen. Wie kennt ihr die Werbung von Hulk Hogan, von dem Slim Jim? Einfach knack! Yeah. Und dann rausdrücken wie dieses... Ah ja, das kommt auch noch, das gefällt mir nicht. Ja, auf jeden Fall, Physalis sind so richtige Vitaminbomben und die schmecken auch ziemlich gut, meiner Meinung nach. Die Samen sind ein bisschen nervig, sind ein paar viele und von der Konsistenz so wie bei Tomaten, also die können einen so ein bisschen nerven, weil man sie nicht richtig, immer wenn man sie zerkauen will, hauen sie ab. Kennt ihr diese die Samen von Tomaten, wenn man darauf draufbeißt, dann sind die immer nicht mehr zwischen den Zähnen. Ja, man kann sie nicht greifen, das ist bei Physalis auch so, aber ansonsten sehr lecker. Und eine Handvoll reicht, aber kleiner Nachteil ist, man spielt immer Schimmelroulette. Also wenn du eine Handvoll Physalis hast, dann sind zwei davon meistens einfach schon komplett flauschig und weiß. Ja. Kannst du einfach nur noch weg. Ich kann dir sagen, jemanden, der das Junggesellenleben gelebt hat, erzählst du nichts Neues, wenn du von Schimmelroulette redest. Die meisten Physalis, die ich je irgendwie gesehen habe, ich bin jetzt nicht sonderlich ein Fan davon. Das könnte mein Pick eigentlich für Früchte sein, die ich nicht sonderlich mag. Ich finde die so. Aber ich habe halt oft, wisst ihr, was ein Butterteller ist? Nein, das ist was ein Butterfass. Also ein Butterfass hat jeder zu Hause. Aber. Ich hatte ein Praktikum in der Küche. Das war dann in der Schweiz, oder?
Nee, nee, das war hier in Deutschland. Oh. In der Schweiz hatte ich Landwirtschaftspraktikum. Ah. Und dann habe ich so Butterscheiben, so 3 Stück zum Beispiel, abgeschnitten und die auf den Teller so gelegt, so ein bisschen übereinander, als wären das Dominosteine, die umfallen. Zum Beispiel für so ein Buffet oder sowas. Okay. So, und dann immer nur Physalis dazu. Das heißt, dadurch musste ich dann immer wieder ganz viele Physalis nehmen. Und so da habe ich, da habe ich auch eine Menge vergammelte Gesichter. Ich musste so viele wegwerfen. Oh. Ja, ich glaube, das ist deswegen, bei denen besonders deswegen habe ich gar kein Interesse daran, weil ich das so sehr viel gesehen habe. Und so viele, die halt auch einfach flauschig waren und mir dachte, Das klingt ja, erstmal ganz kuschelig. Wisst ihr, was ich zum Beispiel nicht mag, was aber relativ, also es ist umstritten, glaube ich, ja? Oliven. Ich hasse Oliven. Zähle ich auch eher zu Gemüse. Also ich muss sagen, aber wir können es trotzdem kurz anmerken. Ich denke, das ist fair. Wir nehmen Gemüse nicht raus, nein, ich wollte es nur anmerken. Ich mochte Oliven auch nie sonderlich, aber im Laufe der Jahre, ich probiere es immer wieder, wenn man denkt mir, ja, vielleicht bin ich jetzt bereit dafür, und dann ich mir, auch nicht wirklich. Nee. Aber es gibt genau so war es bei mir. Ich versuche es auch ab und zu mal wieder, aber es klappt einfach nicht. Jungs, genau so war es bei mir. Ich habe es immer wieder versucht und gedacht, nee, und eines Tages waren so, wirklich, es war so, Halleluja, plötzlich war diese Olive, sie hat nicht mal anders geschmeckt. Es hat genauso geschmeckt wie all die Jahre vorher, wo ich sie immer wieder ausgespuckt habe, weil sie wirklich einfach nur so, ist zu krass. Und plötzlich war es geil. Plötzlich Das habe ich momentan mit Senf. Ich habe immer Senf gehasst. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie kann man eine Bratwurst mit Senf essen. Senf ist, da muss man erst richtig, da muss man erst reinwachsen. Das ist ein Essen. Ich habe Sandwiches mit Senf gemacht. Viel Charakter. Und momentan finde ich es halt richtig geil. Ja. Du wolltest was sagen zu Oliven, Mogi? Oh ja, Oliven mochte ich auch nie. Ich meine, wie viele Leute. Aber jetzt irgendwie probiert, ich wurde nie ganz warm damit und der Gedanke, daran, so eine ganze Olive zu essen, der macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber ich finde, sie sehen so appetitlich aus, deswegen versucht man es immer. Ja. Naja, ich traue mich nicht an eine ganze ran, das ist mir zu viel. Es gibt aber ein Produkt mit Oliven, das ich sehr mag. Und zwar, kennt ihr diese Wasser-Cracker? Ja. Und davon gibt es eine Sorte mit Oliven. Und da sind halt auch so, knabbert an wie ein Vaser. Genau. Oliven, und da sind auch kleine Olivenstücke und sowas drin und die sind super lecker, die kaufe ich unglaublich gerne, aber ansonsten gibt es nichts, was ich mit Oliven, was ich an Oliven mag. Ich bin auch aktuell in der Phase, wo ich sehr oft Salat Olivenöl mache. Und ich hasse auch Olivenöl im Salat. Oh, okay. Eigentlich Olivenöl ist ziemlich nice. Weil ich würde sagen, Oliven sind für mich ähnlich wie Tomaten. Ich mag das Hauptding nicht, so roh. Aber verarbeitet in jeder Form, kein Problem. Oh, ich lieb's. Bei Tomaten ist das viel extremer, weil ich mag auch Tomatenmark und sowas und richtig tomatige Soßen und sowas. Aber gib mir eine rohe Tomate. Nein. Oh, kein Wunder, dass du das alles auch nicht. Ja, aber pass auf, welche rohe Tomate? Es gibt nämlich auch Cocktailtomaten, die sehr lecker sind. Die sind lecker. Oder meinst du so Cherry? Du meinst Cherry-Tomaten? Oh, ich meine Cherry, oder? Ja. Ich meine, ja, genau. Ist bestimmt ein Unterschied. Weiß ich nicht. Also, das ist das, was mir so einfällt. Die mag ich. Aber so eine normale große Tomate. Die kleinen knackigen halt, ne? Ich kaufe auch nie große Tomaten. Eine normale große ist so eine Sache. Rispentomaten sind auch nochmal so ein Zwischending, die sind auch sehr lecker, sind nicht ganz cherry, aber schon irgendwie noch besser als so eine. Die großen fleischigen aus was, Holland, die sind halt wirklich wack. Die kann ich nur Tomate Mozzarella so in Kombination essen. Das ist halt zu wässrig. Naja. Oh, das ist lecker mit Mozzarella, Tomate, Balsamico und Basilikum. Oh. Mhm. Oder einfach Salz, Pfeffer anstatt Balsamico. Das ist auch nicht schlecht. Ich hab einen Tomaten-Mozzarella-Salz. Alter, der Dekadente. Ich hoffe, du hast das Schubeck-Gewürz gekauft. Fanny hat mir jetzt so, es war, glaube ich, zu Weihnachten. Das Erotische. Ich habe noch 3 Packungen von dem Sex-Gewürz von Schubeck da. Und ich hasse es, dass das eine Sache ist, dass er hat mehrere Erotik-Gewürze. Das ist ein Sex-Gewürz. Achso, ja, und dann wenn ich mir vorstelle, wie er dasteht und so, das gefällt mir nicht. Er ist, Ich mag nicht den Gedanken, dass der da steht und sagt, boah, jetzt das Sexgewürz. Ja, das regt euer Sexualleben erstmal an. Oh, das würde das Ganze auf Touren bringen. Moment, damit würzt man kein Essen, ja? Doch. Ja, doch. Es ist mit Thymian, Zimt und sowas.
Ich dachte, damit würdest du einfach die Libido steigern. Ja, ich denke, der Gedanke ist, oh, das steigert deine Libido. Meinst jedes du, Essen, das irgendwie befremdlich ist, auf allen Kulturen der, in allen Kulturen der Welt, gibt es immer den einen Typen, der sagt, oh, aber es wirkt wahre Wunder im Schlafzimmer. Redest du vom strammen Max? Der stramme Max ist ja schon das Ergebnis. Strammer Max. Ich hätte noch eine Frucht, die ich nicht leiden kann. Oh, okay. Ich dachte, wir wollten langsam zu underrated in Sachen vielleicht kommen. Oh, wir haben underrated? Oh Gott, wir haben einiges. Das wir haben einiges. Du kannst auch noch, was. Kannst auch noch eine Hassfrucht nennen. Ist das jetzt Fullies Podcast? Das ist meiner. Alles gut. Ja, erzähl doch erst, was du erzählen. Okay. Ich will trotzdem, wir sind jetzt zu viel. Wir sind gleichberechtigte Partner, okay? Okay. Ja. Yeah. Außer jemand ist dafür wie ein Pferd. Auf jeden Fall. Was ich gar nicht leiden kann, das hat mir super oft, aber meine Schwester das unglaublich gerne mochte, waren Honigmelonen. Ich mag Wassermelonen, ich denke, sind schwer in Ordnung, aber ich weiß nicht warum, aber ich hasse Honigmelonen. Ich mag Honigmelonen sehr, sehr. Ich finde Honigmelonen so viel besser als Wassermelonen. Johnny, preach! Wassermelonen sind erfrischend und super geil im Sommer, aber Honigmelonen haben einfach viel mehr Geschmack. Wassermelonen können so langweilig sein. Sie sind okay. Ich würde sie niemals irgendwie overrated. Ja doch, overrated. Ich will jetzt auch kein Wassermelonen machen Spaß. Wassermelonen sind super, aber Spaß so im Sommer und sowas. Ja, aber Honigmelonen sind so stabil und lecker. Ja, so lecker. Ich würde Honigmelonen, also ich würde Honigmelonen auch nicht über Wassermelonen stellen, aber Doch. Aber die sind völlig in Ordnung. Also in meiner Welt sind verschiedene Honigmelonen. Gehören sie zu den Früchten, die ich nicht leiden kann. Es gibt verschiedene, es gibt diese richtig knallgelbe ohne so ein Muster und dann gibt es diese... Ich meine die gelbe ohne Muster. Ich kenne nur die ohne Muster. Ja, und dann gibt es doch noch, ihr kennt auch die so... Also so komische Kräuselmuster außenrum haben. Ich glaub, die haben auch, in Japan gibt es auch eine Melone, die so aussieht, die hat aber einen ganz anderen Namen, das ist keine Honigmelone. Ist das die, die man an Yoshi verfüttert, den Super Mario Sunshine, auf dem... Genau. Ja, sowas. es gibt einmal die hier zum Beispiel. Ja, da kenne ich sie. Ja, die, okay, so eine Folie hat ein Bild von der gelben geschickt und ja, die kenne ich. Gott, diese dummen, das sind auch wieder so dumme Kerne. Ja, die musst du halt rausmachen und dann kannst du es viel besser essen. Oh ja, die, so eine Orange mit Muster, so eine, die würde ich gerne, die würde ich probieren. Sobald du die Kerne mal entfernt hast, kannst du die... Ich meine, klar entfernt man Honigmelone die Kerne. Honigmelone viel besser essen als die Ja, natürlich entfernt man die Kerne, das ist klar. Die Kerne das kannst sind du bei der Wassermelone nicht mal eben. Ja, ich mag das Schleim. Du kannst Wassermelone ohne Kerne kaufen. Ich versuche immer so viel vom Schleim noch mit zu essen. Also ich versuche ganz viel davon übrig zu lassen, wenn ich die Kerne entferne. Das ist auch gut für die Libido, oder was? Ananas, wie steht ihr zu Ananas bei dem Thema? Oh, ich liebe Ananas, aber ich will nur frische Ananas und eine ganze Ananas zu kaufen, ist mir zu viel. Bei Ananas habe ich das, was du bei Kiwis hast, dass meine Zunge komplett angegriffen wird davon. Ja, das ich habe sogar mal mehr bei Ananas als Kiwi. Ich hatte mal eine Ananas-Phase. Ich habe sogar ein paar Guides angeschaut, wie man eine Ananas am besten aufschneidet. Ich war so weit drin in der Materie. Ja, hab ich auch gesehen. Hast du das gesehen oder habt ihr gesehen mit diesem, dass man Ananas anscheinend, wenn man die so ein bisschen lockert oder rollt, dass man dann diese einzelnen Segmente einfach so versuchen kann zu greifen und rauszurupfen und das dann zu essen? Nein, also, das ist doch so fantastisch. Bis zur Mitte, bis zum Kern kannst du es einfach so rausziehen. Ich weiß nicht, wie reif sie dafür sein muss oder ob es irgendwie nur ein Trick ist oder so. Aber ich habe genug Videos gesehen, wo Leute das dann so wie so ein Tanzhapfen so langsam so abessen. Johnny guckt so viele Essen-Lifehack-Videos anscheinend. Das ist schon, seit er sich TikTok runtergeladen hat, ist er nicht mehr derselbe. Das ist wahr. Er hat zu allem eine Anekdote zu erzählen. Ich glaube, wir haben das aber auch, ich habe das auch vorher schon mal gesehen. Ganz, ganz früher hat Mr. Trashpack irgendwie ein Video dazu gemacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie klingelt da gerade was. Und Leute, was sagt ihr zu Pomelos? Pomelos wollte ich immer essen, aber ich habe mich nie getraut, einen zu kaufen, weil sie so riesig sind. Pomelos. Sind diese riesigen Orangenhybriden. Das sind riesige. Die habe ich noch nie gegessen. Ja, genau. Aber generell, Zitrusfrüchte. Pomelos habe ich probiert, sind langweilig. Die sind furchtbar nervig auseinander zu fummeln. Da musst du richtig viel Arbeit reinstecken. Das ist so wie dieses Orangen, wenn ihr Orangen schält und dieses weiße Zeug da ausdrum nochmal mal 5. So. Ihr müsst die ganze Zeit entfernen und etliches Kratzen bei der Pomelo. Ich hab früher viel Pen and Paper gespielt und einer hat immer eine Pomelo mitgebracht, die wir dann zusammen
nebenbei gesnackt haben. Das ist so, oh, das ist so ein guter Snack. Spezifischer Snack. Aber ich bin eigentlich richtig. Dann wird heute wieder eine Pomelo gekillt, Jungs. Ja, sowas. Ich würde so gerne eine kaufen, aber es ist halt auch einfach immer so viel. Ja, ja. Die ist auch also man geht dann eine gewaltige Verpflichtung Moggi, ein, wenn man eine Ich empfehle dir, bleib bei Orangen oder so, weil Pomelos schmecken Moggi macht wie langweilige Orangen. Da Moggi das Bonusvideo machen muss, muss er wohl durch jetzt. Ach so, ja. Oh. Ja, pass auf, dafür habe ich noch eine bessere Geschichte, das kann ich damit direkt verbinden. Und zwar, ich habe eine besondere Art, wie ich immer Orangen und der Mandarinen gegessen habe. Okay. Und zwar zuerst habe ich sie geschält, okay? Ich habe sie nicht gegessen wie ein Pferd, ich habe sie gegessen wie ein Mensch. Wie ein denkender Mensch, der mit seinen Händen was schaffen kann. Und dann hast du reingebissen. Oh Gott, nein, das ist einfach nur falsch. Nein, ich habe sie halt geschält, dann habe ich ein Stück genommen, aber pass auf. Und dann, und dann habe ich die Naht aufgebissen, okay? Ihr stellt euch jetzt die Frage, welche Naht. Da sind so komische Segmente drin in so Orange. Okay, pass auf, ich habe dann die Stück genommen und habe ich quasi oben die Naht so langsam abgebissen. An der oberen Seite. Dann habe ich ja die Haut an den Seiten so aufgeklappt, damit man diese kleinen Stückchen von dem Fruchtfleisch hat. Dann habe ich die halt so ein bisschen und da dann so ein bisschen reingebissen. Nicht komplett einzeln, aber ich denke, es ist einfach mal so befriedigend, wenn man. Die Schale ist einfach das, was die Schale um die Fruchtstücke herum zieht, die Frucht ungemein runter. Ja. Und wenn man die kleinen Stückchen hat, die sind das Allerbeste daran. So erfrischend. Deswegen wollt ihr auch den Orangensaft mit Stücken haben. Vielleicht gefällt dir Pomelo dann. Ich glaube, da ist es nämlich so, dass man da diese Stückchen nur kriegt. Das ist super cool. Es gab mal einen Trend, das habe ich aber auch so gemacht. Etlichen Leuten empfohlen wurde oder dass viele davon geschwärmt haben, was für ein Erlebnis und wie schön es ist, eine Orange unter der Dusche zu essen, weil man sich keine Sorgen ums Einspielen machen muss und einfach so richtig animalisch da reinschlagen kann und hey, da mal alle auseinandernehmen. Let's Play drüber geredet, oder? Ja, das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe es halt auch probiert. Ich meine, natürlich habe ich es probiert. Das ist reinschlampampt. Es war in Ordnung. Aber was ich auch probiert habe, ist Zitronen so zu essen wie Orangen. Ich bin ja so ein Säure-Fan, auch wenn es meine Zähne leider angreift. Aber ich habe Zitronen auch immer gerne so im Restaurant aus dem Cola-Glas durch dieses Stückchen Zitrone immer das so. Das habe ich auch immer gern gemacht, aber eine Zitrone selber zu essen, gemacht. Das ist eine andere Hausnummer. So, und dann habe ich irgendwann versucht, eine Zitrone auch so zu schälen wie eine Orange, was erstens richtig schwer ist, weil es halt überhaupt nicht dahin in die Richtung gezüchtet wurde oder so wächst. Es war richtig schwer, diese einzelnen Stücke freizubekommen. Es hat sich nicht so gelohnt, also es ist halt sehr sauer und ja, es ist halt Zitronengeschmack. Es war okay für das eine Mal, ich liebe Zitronen, aber Grapefruit ist immer noch richtig stark. Also bei der Grapefruit würde ich das immer noch gerne so machen, aber es klappt nie. Weil dieses Auslöffeln, eine Grapefruit halbieren, dann wie Homer in Zucker stülpen und dann ablecken und wegschmeißen. Mutter Natur kann man einfach nicht verbessern. Also ich einfach glaube, Grapefruit habe ich nie so gegessen, sondern immer nur so in Getränken oder so. Ja, ich habe des Öfteren eine Grapefruit, ich liebe den Geschmack von Grapefruit. Ich hatte damals eine Grapefruit gegessen, das ist so lange her. Ist die super bitter? Ja. Okay, dann ist meine Erinnerung richtig. Okay. Ich liebe auch Getränke mit Grapefruit, also Bitter Lemon mag ich sowieso, aber auch, wie heißt das normalerweise? Grapefruit. Ginger Ale? Nee. War das? Nee, ja, wahrscheinlich heißt es einfach Grapefruit, ich bin gerade verwirrt. Ich meine, die Geschichte erzählt, als ich mir mal so ein Ginger Ale gekauft habe. Das war das erste Mal in meinem Leben, das war vor 3 Jahren oder so. Das ist irgendwie so ein Schwepps oder sowas, war so in einer rosanen Flasche. Aber ist Ginger Ale nicht mit Ingwer? Ja. Ja, okay, genau, das hat nichts mit Grapefruit zu tun. Auf jeden Fall. Ich wollte das so richtig stellen. Ich habe einen Schluck davon getrunken und es war so bitter und eklig und so. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich nichts für mich und es hat keine Minute länger gedauert und dann, ich musste mich schlicht und ergreifend übergeben. Es hat irgendwie ein bisschen es hatte diesen gewissen Säuregehalt von Erbrochenem oder so. Es war einfach, dann musste ich einfach, ich musste mich nicht ganz übergeben, es war halt einfach. Es kam halt die ganze Flüssigkeit wieder raus, so als, keine Ahnung, es will man erbrechen, es kommt nur noch die Magensäure oder so raus, so habe ich mich gefühlt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist das übelste Getränk, das ich jemals zu mir genommen habe. Oh mein Gott. Das war eine traumatische Erfahrung. Ich habe es weggekippt, ob ihr es glaubt oder nicht. Es wurde ja auf zwei Weisen weggekippt. Glaube ich dir nicht. Du hast es immer noch da, ich weiß. Ich hatte zwei Möglichkeiten, das zu probieren. Und beide Male war es auf dem Weg rein und auf dem Weg raus schmeckt beides scheiße. Und Moggi, probierst du es nochmal fürs Video? Nein. Das ist aber seltsam, dass sich dein Körper direkt entledigt hat. So, nein, das brauchen wir hier drin. Das ist mir halt auch noch nie sonst passiert, aber wieder rausgepusht.
Das erinnert mich daran, dass man irgendwie keine Bananen essen soll und dann 2 Liter Sprite hinterher trinkt, weil man dann direkt kotzen muss. Aber das ich denke mir so. Oh mein Gott, ich habe Angst davor. Aber wer trinkt dann nach 2 Liter Sprite? Ja, eben. Das ist doch sowieso schon unangenehm. Keine Kirschen essen und dann ins Wasser gehen oder so. Das kenne ich. Oder kein Wasser trinken, nachdem man Kirschen gegessen hat. Oh, Kirschen sind aber auch nicht underrated, aber sind gut, oder? Die sind fantastisch. Ja, Kirschen. Aber bei underrated Obst zumindest. Ja, ich weiß, es sollte sie immer mögen, aber ich habe das Gefühl, niemand redet wirklich über die so großartig. Ich mag sie sehr gerne, und zwar Nektarinen. Ich liebe Nektarinen. Oh ja, ja, wie gesagt, so alles gute Früchte einfach allgemein. Die haben einfach so die genau richtige Mischung an Säuregehalt, sie sind süß, sie passen wunderbar in die Hand. Es ist nicht zu viel, wenn nur eine isst. Sie sind knackig, sie sind weich, es ist super. Fantastisch. Ich mag alles an Zitrus. Ist das ein Pfirsich? Ja, es ist ein Pfirsich. Ich dachte, du warst gerade bei. Oh mein Gott, bin ich lost. Nein, ja, Nektarinen sind die. Warte. Ich war gerade bei Clementine, sorry. Ah ja, warte. Ich meine die hier. Nektarinen sind Pfirsiche ohne Haare sozusagen. Und ich. Genau, es ist eine Pfirsich-Zuchtart, glaube ich. Aber ich mag die sehr, sehr gerne. Ich bin komplett bei dir. Mein Lieblingsobst, würde ich fast sagen, sind Pfirsiche und Nektarinen einfach. Steinobst generell mag ich sehr gern, Pflaumen und alles. Ja, ja. Pflaumen auch, immer so lecker. Die Frage ist, und vor allem Nektarinen sind das perfekte Obst. Es ist einfach für mich im Sommer und so ein lieblicher, leckerer Geschmack. Und da ist nichts Nerviges. Wenn du diesen Kern einmal entfernt hast, kannst du es einfach essen. Du musst ihn nicht mehr entfernen. Du kannst auch drumherum essen, wenn du möchtest. Eben, das ist halt auch nicht so wild. Aber pass auf, was war für euch der... So lecker. Jetzt kommt eine Erinnerung zu der befriedigende Moment, wenn man eine Nektarine gegessen hat, ist immer der, wenn man den Kern rausbekommt und dann hat man auch den perfekten Abdruck im Fruchtfleisch. Das übersteigt noch das Orangenfruchtfleisch, ehrlich das gesagt. So habe ich mir damals mal vorgestellt, wenn man so Schlüssel nachmacht. Aber das Angenehme daran ist auch einfach, also bei einem Apfel, da isst du dich vorsichtig um das Gehäuse herum und das ist dann auch so viel härter. Kannst du es auch einfach essen wie ein Pferd. So, ne? Ja, aber ich bin kein Pferd, also esse ich es nicht wie ein Pferd. Und du kannst, also je nachdem, ob du willst, kannst du das ganz oben nicht essen und ganz unten nicht essen. Das heißt, du musst gerade vorsichtig so abbeißen. Bei einer Nektarine ist immer scheißegal. Du hast den Stein nimmst du raus und den Rest isst du einfach komplett. Das ist interessant. Ich hatte das Gefühl, dass man bei einer Nektarine eher ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ich habe sie nie üblicherweise nicht einfach aufgeschnitten, sondern einfach so dann drumherum gebissen. Und da muss man aufpassen, bis man nicht direkt den Kern erwischt. Ja, ich beiß den Kern immer raus, so im Ganzen, und dann Was? Weg. So. Wann ist der Nektarin, wo man mit so einem Messer in die Mitte reinhackt und dann einmal außen rum schneidet und dann diese so auseinander dreht? Ja, aber passt. Ja, das geht auch. Ich meine, das kenne ich auch. Aber bei der Nektarine musst du aufpassen, oder beim Pfirsich, dass du nicht genau in die in die Ritze. Wir wissen alle, wofür Pfirsiche auch teilweise stehen. Ja, ich verstehe schon. Aber man sollte nicht genau da lang schneiden, weil das kann dann passieren, dass man den Kern auch halbiert und dann dreht man und dann öffnet man diesen Kern und der Kern ist, glaube ich, da ist irgendwie Blausäure drin oder sowas. Ich denke, die Sache ist, es geht ein gewisses Risiko mit dem Nektariengenuss einher und damit muss man sich einfach einstellen. Mal genießt du und mal stirbst du an Blausäurenvergiftung. Wenn man mit den Zehen auf diesen Kern stößt, ist echt widerlich. Man kratzt da auch kurz so lang und denkt so, oh, ist da jetzt gerade ein Stück Kern mit abgegangen oder ein Zahn? Ich weiß, ich habe so viel Nektarin gegessen, dass ich halt irgendwann genau wusste, aha, da ist der Stein. Also ich weiß genau, wo der ist. Ich habe den drin. So. Er kennt sich aus mit Nektarin. Ich kenne mich aus. Ich habe genug Nektarin in meinem Leben gegessen. Also ich habe in meinem Leben schon die eine oder andere Nektarine gegessen. Lass mir dir mal was erzählen. Aber wirklich, für mich ist das perfekte Obst. Ich liebe die. Da habe ich genauso auch schon mal formuliert. Ich habe irgendwie das Bananen Gefühl, wenn du Leute fragst, was ist... Bananen sind so ein anderes Level, die sind so ein anderer. Aber ich mag halt Nektarinen mehr. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendwen fragst, so, was ist dein Lieblingsobst, ich habe das Gefühl, niemand sagt Nektarine. Ich schon. Ich meine, ich würde sagen, aber Nektarine, ich würde dir mindestens einen 10% Cut geben. Von Leuten, die es Also vor allem, wenn es so um diesen tropischen Geschmack geht. Es kommt ja manchmal darauf an, worauf man Appetit hat. Aber wenn ich mir so denke, ich brauche was erfrischend Fruchtiges, dann nehme ich ja keine Banane.
Die ist das ja mehr stimmt. so zum Sättigen ja. oder irgendwas Süßes. Die ist sehr süß, ja. Genau. Und ja, ich meine, Nektarin ist auch mega süß. Aber. Ja, ja, klar, aber anders süß. Ja. Schwer zu beschreiben, aber mhm. ja. Wisst ihr, was mich auch nicht ganz umgehauen großer hat? Fan. Heidelbeeren. Mhm. Blaubeeren? Ja. Heidelbeeren. Machen wir da jetzt einen Unterschied? Ich weiß gerade, ich weiß nein, nicht. Nein, das gleiche, ist nur ein anderer Begriff. Ja, aber es ach gibt doch, immer die, okay. die ich lecker finde. obwohl, nee, ich mag eigentlich beides sehr. Ich bin ein großer Fan von Blaubeeren, muss ich sagen. Ich esse die richtig gerne. Ja. Ich kann immer nicht aufhören, die zu essen, wenn ich einmal angefangen habe, aber ich sehe, warum manche sie nicht mögen, weil sie sind eigentlich sehr wässrig und seltsam. Na, ja. Ich, also ich finde die nicht so mega nice, aber wenn ich die mal da habe, dann esse ich die. Ich würde sie nicht so essen. Ich fände es okay, wenn ich, keine Ahnung, einen Smoothie oder so mache, wenn ich sie da reinpacke. Ja, ich esse sie wie so ein Snack. Ich esse sie irgendwie aufgrund der Konsistenz so gerne. Immer, ich beiß da mal rein und dann knacken die so und dann esse ich mehr und ich mehr und immer mehr, bis sie weg sind. Mit Joghurt habe ich die ab und zu mal gegessen. Oh ja, das geht. Oh mein Gott, Blaubeeren mit Bananen in so einer Quarkspeise ist so lecker. Mhm. Das ist so eine perfekte Kombination. Oh, generell Fruchtquark. Generell Quark. Ich sollte mir Quark kaufen. Ich hätte gerade Quark mit Nektarinen drin oder Erdbeeren oder. Oh, aber apropos Erdbeeren, finde ich overrated. Nicht, ich liebe Erdbeeren. Nee, sind nicht overrated. Ich finde Erdbeeren fantastisch. Ich finde sie absolut overrated. Die sind echt? Verdient Top Tier. Hör zu, es gibt diesen einen Monat im Jahr, oder weiß nicht, wie lange das genau geht, aber so ein paar Wochen im Jahr sind Erdbeeren halt richtig gut. Wenn du Glück hast, wenn du sie auch frisch kaufst und so, dann hast du ja, klar, von diesen Ständen vielleicht mal ein paar geile Erdbeeren. Dann bin ich bei euch, dann sind Erdbeeren auf jeden Fall richtig stark. Aber so den Rest der Zeit, nicht nur die importierten, sondern auch so ganz oft, hat man so Pech mit den Erdbeeren, die man irgendwie... Da ist immer eine Schimmlige dabei. Das ist immer eine nee, nicht das Schimmlige. Das stimmt, sondern ja. Du redest dir immer ein, oh, die nächste Erdbeere wird schmecken, aber dann ist sie doch wässrig. Und dann, oh, die nächste wird aber schmecken, dann ist sie ein bisschen sauer. Oh, die nächste wird aber schmecken. Und ja, dann sind so zwei, drei geile Erdbeeren drin und der Rest ist immer so... Aber ich esse halt Erdbeeren nur in der Zeit, wo es halt so geil ist. Deswegen kann ich das gar nicht so... Ja, aber also das sind auch nicht alle persönlich. Erdbeeren sind ein Gerücht. Esse Erdbeeren so wirklich nicht so gerne. Das Einzige, was ich damals mochte, war, was wir im Garten hatten, so kleine Walderdbeeren. Oh die mein Gott, ganz kleine, die fand ich super cool, aber super, die kannst du nicht einfach so kaufen und essen, wenn du nicht gerade welche im Garten hast. Das aber sind die, die Pippi Langstrumpf auf so einen Grashalm gespießt hat, das erinnere ich noch. Das wollte ich auch immer machen. Auf jeden Fall, was ich mir dann kaufe, sind solche, kaufe ich mir nie, so frische Erdbeeren, aber... Ich denke, tiefgekühlte Erdbeeren sind schwer in Ordnung, wenn du halt auch wieder, wenn du sie in Müsli reingibst oder in einen Smoothie oder so. Ich denke, die sind natürlich also gut, weil die tiefgekühlten sind kein halt Fan dann, von tiefgekühltem Obst. Sie wurden dann eingefroren, als sie den perfekten Reifegrad hatten. Ja, du bist kein Fan von eingefrierten Obst? Ich liebe Himbeeren, aber eingefrorene Himbeeren werden mir immer empfohlen oder mögen Leute so gerne. Ich finde, dass ich mag das gar nicht. Bei Himbeeren sehe ich es auch nicht, da ist ja von der Konsistenz nichts mehr übrig. Ist ja für die Himbeeren eingefroren, dass du kleinen Knubbel abmachen kannst. Bei uns im Garten und dann konnten wir im Sommer, ich glaube, das war im Sommer immer, eine Menge frische Himbeeren pflücken und Gott, sind die gut. Ja, Himbeeren kann ich auch genau wie, eigentlich noch mehr wie Blaubeeren also die ganze Zeit essen, bis sie alle weg sind. Ja, Himbeeren fühle ich viel mehr als Blaubeeren. Himbeeren fühle ich auch mehr als Erdbeeren. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man die so von so einem Strauch direkt im Garten hat oder so. Ja, wir waren auch mal im Schwarzwald oder so einfach hochgefahren oder runter. Je nachdem, ich weiß es gar nicht. Üblicherweise eher weiter oben. Und hatten da so einen ganzen Hang an Erdbeerbüschen und konnten da einfach so drin rumkraxeln und alles war natürlich auch lustig, weil es immer wieder gepiekst hat und irgendwer hat immer wieder so, oh Gott. Aber es hat sich gelohnt. Man konnte nonstop sich mit Erdbeeren vollstopfen. Himbeeren, sorry. Oh, das ist das Leben. Brombeeren sind auch schwer in Ordnung. Ich mag die aber auch nur frisch. Ja, nur ja, die Brombeeren. Frischen. Ich habe das Gefühl, Brombeeren ist sowieso irgendwie etwas, was ein bisschen mehr auch wilder irgendwie wächst und man doch lieber irgendwie zu Marmelade oder so verarbeitet. Ja, Brombeeren hatten irgendwie auch immer viel längere Dornen und sowas. Die sind gefährlich. Ja, ja, deswegen. Ich kenne Brombeeren von diesen Marmeladengläsern. Nur daher kenne ich die eigentlich. Ja, Schwartaus. Ja, ich auch. Aber ich kenne sie von Schwartau. Ich habe noch nie so gegessen, glaube ich. Wir hatten halt auch welche im Garten. Oh. Wir hätten scheinbar alle Beeren, die man so im Garten haben kann. Im Garten fällt mir gerade auf. Ziemlich gut. Hattet ihr auch Braunbeeren? Nein, wir hatten aber Eisbeeren. Oh. Ich mag, wie gesagt, kein gefrorenes Obst. Ich mag keinen gefrorenen Johnny. Was sagst du jetzt? Mein Go-To-Obst, das ich übrigens nie erwähnt habe, war, by the way, hatte ich mir vorgemerkt, Weintrauben. Ja. Da greife ich ständig zu. Weintrauben sind für mich immer...
Okay, ist immer der perfekte, ja. Auch optisch der perfekte Snack. Ich kann sie mir immer zum Abendessen, zum einfach so, keine Ahnung, sind so ein bisschen wie, anstatt von Knickknacks oder Nüssen, habe ich dann einfach manchmal Weintrauben da, wenn ich irgendwas gucke. Bei Weintrauben habe ich das Gefühl, da brauchst du auch immer Glück. Mal hast du eine, die ist echt gut, also du hast eine gute Balance zwischen ein bisschen bitter, süß und saftig, und mal hast du welche, die sind einfach fucking bitter und denkst aber doch nicht, ja. aber doch nicht, wenn du eine Staude, also eine doch, Staude, klar. Ein ja, so oft, was? Aber die schmecken doch, immer, also wenn ich Weintrauben kaufe von einem so ein Päckchen, das Päckchen kann insgesamt vielleicht nicht so gut sein wie ein anderes Päckchen, aber pro Päckchen, die schmecken Weintrauben alle gleich. Weintrauben haben nur das Problem, ja, dass man manchmal den Kern zerkaut. Die schmecken alle gleich. Achso, ja, ich nehme mal Kernlose. Ja. Aber ich auch mal kernlos. Generell, ich habe das Gefühl, manchmal hast du eine wirklich gute Packung mit, also eine gute Staude mit Weintrauben, und manchmal hast du einfach eine, die ist so. Eigentlich ist das die Traube. Und ich wollte gerade sagen, wie nennen wir die einzelne Frucht jetzt eigentlich? Das war die einzelne Frucht, die viermal Weinbeere. Zum Aber angesetzt haben. Aber Weinbeere? Die heißt wortwörtlich Weinbeere eigentlich. Ah, okay. Ja. Dann genehmige ich mir die eine Traube Weinbeere. Ist das, was. Die Traube ist das, was Johnny sich wie so ein alter Römer auf so einem. So im Liegen. So über den. Hast über du das den mal Mund gemacht? Ich kenne halt auch nur den Begriff Tafeltraube meistens. Klar, hab ich das gemacht. Oh, welche mögt ihr mehr? Mögt ihr die roten Lila Weintrauben oder mehr? Lila. Oder ja, lila die roten. Ja. Oder die ich grünen. Die, ja, die lieber die hellen. Okay. Die grünen sehen auch immer so, schön, so lecker aus, aber meistens probiere ich. Weil das, was ich gerade darauf bezogen habe, was ich meinte, ist mehr so ein Ding bei den Grünen. Bei den Roten habe ich das Gefühl, die sind allgemein ein bisschen besser. Die Sache ist, bei den Grünen mehr. Ist halt so, dass wie mit der grünen Äpfeln, die sind halt einfach nur grün, aber bei den Roten ist halt auch so, dass die verschiedene Reifegrade haben, die man ja, erkennen das kann. Das gibt dem Ganzen sehr viel mehr was Natürlicheres, wohingegen die Grünen so ein bisschen, ich meine, sind natürlich auch natürlich und sowas, aber Natürlich. Natürlich. Aber es wirkt irgendwie nicht so, weil die sind halt alle einfach nur grüner. Bei den Roten, du siehst welche, denkst du, oh ja, die ist schon ein bisschen mehr und da ist sie noch nicht ganz so rot. Und jetzt muss ich aber sagen, der Unterschied ist nicht so riesig wie bei Äpfeln. Ich finde geschmacklich halt viel, viel besser, die Grünen. Du wirst auf jeden Fall eine Menge Obst kaufen, Marie. Du musst mal die kernlosen Roten essen, Maeve. Die sind echt gut, weil ich liebe die Grünen auch. Ich mag, ich liebe grüne Weintrauben. Die Roten oder die Lilanen? Na, die Lilanen halt. Okay. Also die sind ja nicht wirklich, ist schwer zu sagen. Die werden immer lila gezeichnet, fällt mir gerade auf. Es gibt ja weil ich gerade gegoogelt habe und da werden mir drei verschiedene Farben angezeigt. Hell, Weintrauben rot in lila, aber das ist dunkel. Eine Weintraubenampel. Ich glaube, die lilanen Weintrauben sind so das Original. Also ich kann mir vorstellen, lilanen Weintrauben sind so das Original und die grünen sind eher so das Zuchtprodukt. Ich weiß nicht, so, ob es das Original das gibt. Das Original. Aber ich finde, beim Saft ist es genauso. Obwohl, ist das da der Unterschied auch mit Weißwein und Rotwein? Ja. Natürlich. Wahrscheinlich, ne? Das ergibt voll Sinn. Ist hab das nicht die Mara? Ich hab da bis eben nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, das wird erst rot, wenn man den Wein produziert. Aber das hatten wir doch letztens... Das wir geben da einen guten Schuss Maggi mit, rein. In irgendeinem Video hatten wir das letztens mit Paprika, oder? War das Paprika? Oh ja, genau, das fand ich so seltsam. Ich dachte so, nein. Ja, als wir gelernt haben, dass sie in der Tat die Grüne zur Roten heranreift. Es stellt sich heraus, die Grüne wird einfach gepflückt, bevor sie eigentlich rot geworden wäre. Deswegen schmeckt sie auch nicht. Ja, die schmeckt halt anders, aber ja. Wie gesagt. Schmeckt nach Chlorophyll in meiner Welt. Alles, was grün ist, schmeckt immer so. Grüne Weintrauben schmecken auch manchmal ein bisschen nach Chlorophyll, fällt mir gerade auf. Deswegen vielleicht bin ich nicht so der Fan davon, aber das ist weird, weil ich mag Weißwein viel mehr als Rotwein. Das ist ja echt weird, also das hat so viel weird. Damit zu tun, wie die Frucht schmeckt, dieser Wein am Ende. Krass. Ja, das ist so nur Chlorophyll-Saft, oder nicht? Aber roter Traubensaft schmeckt viel besser als heller Traubensaft. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich jemals hellen Traubensaft getrunken habe. Ja, eben. Das ist auch nicht. Habe ich schon. Ich glaube schon. War nicht hat so wohl gut. Seinen Grund, warum keiner produziert wird. Es gibt diese Traubenschorlen zu kaufen. In so Plastikflaschen halt. Ja, da gab es. Das ist ja sowieso die sind immer hell. Die haben ja sowieso nur einen Anteil von 0,1% tatsächlicher Frucht oder so. Oh, und, bei Apfelsaft, da empfehle ich jedem, kalter, trüber Apfelsaft mit kohlensäurehaltigem Wasser ist so eine viel bessere Schorle als klarer Apfelsaft mit Kohlensäure. Ich weiß nicht, damals als Kind wollte ich immer sowas wie Lift und so kann sich mal nicht haben. Aber vielleicht
also ich wäre voll offen, das zu probieren, aber ich so trinke nichts aus dem Wasser eigentlich. Ja. Ich bin sehr langweilig. Als Kind wollte ich immer die Apfelschorle aus der Glasflasche, weil die fand ich irgendwie stark. Die war von Fürst Bismarck oder so, die machen ja auch Wasser. Die gab es immer bei meinen Großeltern und die fand ich am allerleckersten, aber mittlerweile immer trüber Apfelsaft selbst mischen mit Mineralwasser. Die Tränke aus den Glasflaschen bei den Großeltern waren immer am besten. Du willst sie, du musst sie im richtigen Setting zu dir nehmen, sonst funktioniert das nicht. Man will die nicht selber holen, ne? Das also die klare Apfelschorle schmeckt mir auch noch, aber trübe Apfelschorle, das ist es einfach. Aber sie muss kalt sein. Selbstverständlich. Ja, ähnlich wie der Apfel. Will sie ja nicht essen wie ein Pferd. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich, wir hatten viel underratedes Obst, wir hatten Go-To-Obst jetzt auch noch, mal meine Weintrauben. Und wir haben sicherlich hatten wir. Fantastisch viel vergessen. Nein, ich glaube, das waren alle Obstsorten. Das war ja auch der Anspruch des Videos. Ich mag Pflaumen. Ich mag Obst. Sind okay. Oh, und Birnen finde ich manchmal ein bisschen underrated. Die werden auch. Ja, Birnen sind super. Birnen sind okay. Birnen können echt lecker müssen sein. Sauer und fest sein, dann sind sie super. Aber sobald sie ein bisschen weich und süß werden, na, da bin ich raus. Mag ich beides. Mag ich echt beides. Mag ich auch. Ja, die Festen sind aber auch echt gut. Sind fest. Dann würde ich sagen, was ist euer Lieblingsobst? Das ist cool. Ich werde auf jeden Fall noch ein Zusatzvideo hierzu machen, wo ich ein paar, was haben wir auf dem Plan? Ich muss die Kiwi probieren, eine Banane verknüppeln, einen Apfel zerteilen. Kann ja jemand in die Kommentare schreiben. Probieren. Oder war Plompudu der Name von unserem Majora's Mask Character? Macht eine Liste für Morgi, aber schaut vorher nach, ob es nicht schon jemand anders gemacht hat. Ich werde nicht alles holen, ich werde keine Weintrauben holen. Und vielleicht trinkt er noch einen Schluck Schwepps dazu. Nein. Oder Weißwein. Und ein Weißwein. Und ich auch ein Weißwein. Ich habe noch nie mein Leben einen Wein getrunken, bei dem ich mir gedacht habe, ja, den finde ich gut. Ja, siehst du, dann wird's Zeit. Ja, dann wird's Zeit. Riesling. Also es gibt auch viel Scheiße, muss ich sagen. Und manches ist auch lecker. Uli kennt sie alle. Ich habe alle probiert. Ja, ich habe alle probiert. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren unsere Obst und Früchte. Vielleicht sollten wir eine Folge mit Gemüse machen. Ich habe das Gefühl, ich habe da auch ein paar heiße Gaben. Oder frag heiße mich nicht Nehmer. Nach meinem Lieblingsgemüse. Wundert euch übrigens nicht, dass Fully und ich nicht darüber gesprochen haben, was Obst, was Gemüse und was Früchte sind. Nein, wir haben ein bisschen, ich habe es angemerkt. Haben wir vor der Folge schon losgeworden. Ja. Gott sei Dank war ich da noch nicht da. Ja, ich habe darüber haben sie diskutiert, ich gesagt, Gott sei Dank diskutiert ihr es jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Wir haben nämlich keine Lust. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich will ein Gemüse-Sequel machen. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Vielleicht machen wir das. Yeah. Wir machen das. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, ihr Früchte. Ciao. Bei der Ersatzbank mit realistischen Maßstäben.